Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute haben wir mal Episode 2 von unserem Killteam, How to Killteam. Also ich erkläre euch hier, wie man Killteam spielt, wirklich die Basics. In Episode 1 bin ich ja sozusagen das komplette Grundregelwerk einmal durchgegangen. Und heute möchte ich mit euch einmal das Missionssetup durchgehen. Das heißt, wie wähle ich überhaupt eine Mission aus? Was muss ich dafür tun? Wie stelle ich das Gelände auf? Und dann spielen wir tatsächlich auch einen ersten Turning Point, respektive ich simuliere einmal die erste Aktivierung, spreche die anderen dann sozusagen einmal durch und zeige euch sozusagen, wie ihr einmal ins Spiel starten könnt. Dann habt ihr zusammen mit dem Grundregelwerksvideo und diesem Video könnt ihr eigentlich sofort sogar ins Mission Play einsteigen. Und dann gibt es noch ein Video, wo ich mich ausgiebig mit dem hier beschäftigen werde, nämlich Gelände und Sonderregeln. Das packe ich dann in ein drittes Video. Ich hatte erst gelegt, es umgekehrt zu machen, aber ich glaube, das hier macht mehr Sinn, weil Geländeregeln kann sich auch jeder theoretisch mal selber durchlesen. Es ist wahrscheinlich weniger kompliziert, als eine Mission aufzusetzen. Ja, grundlegend muss man sagen, am Ende seid ihr die Spieler. Das heißt, es gibt vorgefertigte Missionen. Wir haben hier einmal Missionen im Regelbuch, wir haben Missionen im Dossier, falls ihr euch das gekauft habt. Es gibt diese Approved Packs. So, was ist jetzt überhaupt was? Am Ende könnt ihr theoretisch auch sagen, Mensch, ich stelle hier einfach Gelände auf, wie wir lustig sind. Wir denken uns ein narratives Setting aus. Wir platzieren selber unsere Missionszielmarke und machen uns eine eigene Geschichte draus. Ne? Am Ende seid ihr die Leute, die das spielen müssen oder die spielen wollen. Und ihr entscheidet vollkommen, was da abgeht. Also ihr müsst euch nicht hier nach richten. Das hier ist nur zu empfehlen, A, für den Einstieg, weil die Spieldesigner haben sich natürlich Gedanken gemacht. Wir kommen auch gleich zur Geländeaufstellung und Co. Die ist relativ wichtig bei Killteam. Wenn das dumm steht, ist das Spiel auch unverhältnismäßig unausgewogen und im Zweifel halt auch einfach mal schnell vorbei. Aber am Ende des Tages, ihr seid der Chef, ihr könnt entscheiden, was ihr macht. Ihr könnt genauso gut eine eigene Mission kreieren. Gar kein Problem. Wenn ihr auf Turniere wollt und Matchplay, also auf ausgewogenes Spiel aushalten und jetzt nicht unbedingt narrativ, dann empfehle ich euch die Approved Ops Card Packs. Die sind beim Starterwerk mit dabei, also bei der Starterbox. Die kann man aber auch so kaufen, auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe sie grundlegend erstmal auf Englisch gekauft. Wir haben im Dossier Missionen und wir haben das ist das Dossier, das ist das Regelbuch Missionen. Missionen beinhalten im Endeffekt alles, was die Schlacht zu bieten hat. Das heißt, wie stelle ich das Gelände auf, wo sind die Schlachtfeldseiten, wo sind die Aufstellzonen und in welcher Sequenz passiert was. Und am Ende des Tages auch, was für Sonderregeln hat die Mission. Es kann ja auch sein, dass bestimmte Schlachtrunden oder Wendepunkte dann gewissen Sonderregeln unterliegen. Das hängt komplett von der Mission ab. Denn man kann theoretisch sagen, Runde 2 ist Nachtkampf, jeder trifft einen schlechter bei Fernkampfattacken, muss aber nicht. Das ist nur ein Beispiel, um eins zu nennen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was es noch gibt, zwei Unterschiede. Wir haben einmal natürlich, oder drei Unterschiede im Endeffekt. Wir haben einmal das Matchplay, was quasi, oder das vorgegebene Spiel, was durch die 1 gegen 1 quasi, ne? Wir spielen gegeneinander. Oder es gibt auch hinten im normalen Regelbuch ein sogenanntes Joint Operations. Und da haben wir dann eine Möglichkeit, zu zweit zu spielen. Auch hier, ihr seht, das sieht erstmal relativ aus wie Fachchinesisch. Wir haben hier aber definiert, wo die Playerzonen sind. Bei anderen Missionen wäre das halt Spieler 1, Spieler 2, was auch immer. Die Aufstellungszonen und am Ende des Tages haben wir hier bei diesen Joint Operations spielen wir tatsächlich gegen NPCs. Grundlegender Ablauf, ich mache das mal eben zu hier. Wie gesagt, wir haben hier eigentlich alles, was ihr braucht, in diesen beiden Büchern drin. Das ist quasi beim Hivestorm mit dabei, das Dossier, da ist eine Mission mit bei. Die Spielfeldgröße in der Regel ist bei Killteam, zumindest im ausgewogenen Spiel, immer das hier. 22x30 und dann bei diesem Missionspack. Es ist relativ gut erklärt. Wir haben quasi dieses Approved Op Packs. Hier steht auch hinten drauf, dass das Card Pack sozusagen kein Muss ist. Es ist aber ein Supplement, also eine Erweiterung von Killteam für die Kernspiel-Experience. Also dass ihr quasi, ja, da sind Referenzkarten mit bei, da sind Geländekarten mit bei, wie man es aufstellt und so weiter und so fort. Und das soll nach aktuellem Regelwerk immer bestmöglich gebalanced sein. Gebalanced heißt ausgewogen sein, dass keiner im Vor- oder Nachteil ist. Ne? Wir unterscheiden hier zwischen sogenannten Crit-Op, das ist wir haben ja auch die Karten, ne? Crit- und Tac-Op, seht ihr schon, Tactical Operations und kritische Operationen, auf Deutsch dann wahrscheinlich taktisch und kritisch.
Und die unterscheiden sich wie folgt. Also erstmal das Approved Mission Pack, das ich gerade sagte, ist ein PvP, also Player versus Player, Spieler gegen Spieler, für Head-to-Head Gameplay, also 1 gegen 1. Es ist quasi ideal für Spieler, die den, ja, was ich gerade halt sagte, eine Most Balanced, Up-to-Date, In-Depth-Version, und jeder muss quasi am Ende des Tages in irgendeiner Form Siegpunkte erwirtschaften, um zu gewinnen, ne? Darum geht es ja im Endeffekt bei solchen Spielen. Genau, und Siegpunkte kann man wie folgt generieren. Ich gehe da später noch ein bisschen besser im Detail drauf ein. Hauptsächlich reden wir hier aber von 3, respektive im Hauptspiel eigentlich nur 2 unterschiedlichen Operationstypen, respektive Zieltypen, und in diesem Kartenset, was ich jetzt gerade benutze, um es zu demonstrieren, sogar 3. Unabhängig von irgendwelchen, die wir uns ausdenken. Das erste ist im Endeffekt einmal Kill-Op, da geht es quasi darum, dass wir Modelle töten und dafür mit Punkten, mit Siegpunkten belohnt werden. Das erkläre ich euch gleich. Dann gibt es die sogenannten kritischen Operationen oder kritischen Missionsziele. Das ist, sind missionsspezifische, ne? Die kann man auswürfeln oder man bestimmt sie. Das sind irgendwie so wie sichern, ne? Das heißt, das sind dann irgendwie meistens Aktionspunkte, die man an Missionsmarkern durchführen kann, um dann Punkte zu generieren. Oder plündern wäre ein Beispiel. Genau, das sind die Haupt-2, die es gibt. Und dann gibt es noch taktische Operationsziele. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch später im Spielaufbau. Taktische Operationsziele sind quasi optional. Ne? Bei diesem Missionspaket, was wir hier haben, ist es zum Beispiel mitgegeben, dass man die spielen kann. Taktische Operationsziele kann man wählen, und das ist so, dass die bestimmte Archetypen haben. Ja? Das heißt, da steht dann Infiltration, also taktisches Operationsziel, Infiltration oder Suchen und Zerstören. Und da muss ich aber auch ein Killteam haben, was eben diese Archetypen hat. Ne? Die Killteams haben ja alle Archetypen und können dann auch, wenn es mit taktischen Operationen gespielt wird, nur auf taktische Operationen zugreifen, die auch das Archetyp haben oder den Archetyp. Nochmal zusammengefasst, Crit-Op missionsspezifisch, Kill-Op heißt, ich töte Operatives, und das dritte ist taktische Operationsziele. Ich erkläre euch jetzt erstmal Kill-Op. Und dann gibt es hier, ich zeige jetzt mal in die andere Kamera, das sogenannte Kill-Grade. Ich versuche da mal ein bisschen rauf zu gehen. Es ist im Fact so, dass man mit 0 startet. Immer, wenn ich in ein neues Kill-Grade reingehe, bekomme ich einen Siegpunkt. Am Ende des 4. Turning Points, also Wendepunkts, kriegt man quasi nochmal einen Siegpunkt, wenn ich mehr getötet habe als der Gegner. Hier unten sehen wir einmal die Starting Strength Number of Operatives. Das heißt, wenn ein Team mit 14 Operatives anfängt, muss ich 3 umbringen, um ins erste Killgrade zu kommen. Wenn ein Team nur mit 5, 6, 7 anfängt, muss ich einen umbringen. Somit wird das quasi gebalanced sozusagen. Ne? Hier muss ich das ganze Team auslöschen und so weiter und so fort. Und ja, das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Kill-Op, also die Karte oder die Tabelle hier ist unabdinglich. Irgendwann merkt man sich das sicherlich auch, aber je größer das Team, desto mehr muss ich umbringen, um einen Kill-Grade, also einen Kill, eine Stufe dieser Kill-Op zu erreichen. Das ist, glaube ich, klar. Genau, und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Mission, Aufbau und Spiel. Und wie gesagt, die Crit-Op-Nummer, die werden wir jetzt im Verlauf des Videos kennenlernen. Und auch Tag-Op werden wir gleich drüber reden. Es war mir nur wichtig, einmal über die Kills zu reden vorher, also über die Tötungsmission. Genau, jetzt mal zu den Missionen. Es gibt 2 verschiedene Arten und Weisen, eine Mission aufzusetzen. Ich fange jetzt mal mit der ersten an, die ist nicht ganz so gewöhnlich. Und dann kommen wir zu den Missionspaketen. Also, let's go. Sorry, dass meine Hände leicht dreckig sind. Ich komme vom Malen und gehe auch gleich wieder malen, denn mein Nemesis Kill Team muss mal langsam fertig werden, dass ich hier auch Battle Reports machen kann. Geht ja so nicht weiter hier. Kommen wir jetzt nochmal hier hin. Hier sehen wir genau, was passiert ist. Und wir simulieren das jetzt einfach mal. Ich bin 2 Spieler. Ich nehme hier einen roten und einen weißen Würfel. Oder noch besser einen Eldari-Würfel. Und hier sehen wir quasi das Spielfeld, repräsentiert hier im Endeffekt. Und das spreche ich quasi jetzt einmal kurz nach. Also im Endeffekt, auf der ersten Seite sehen wir hier einmal das Spielfeld, wie es dargestellt wird. Die kleinen Vierecke sind im Endeffekt jeweils 1 Zoll. Die beiden Aufstellungszonen hier sind definiert mit 6 Zoll, heißt einmal quer, einmal hoch. Diese Art des Auswürfelns, also quasi erst die Initiative würfeln
Und dann der Spieler mit der Initiative würfelt die Aufstellungsrunden. Das ist nur, wenn ihr meiner Meinung nach Custom Terrain setzen wollt, also wenn ihr selber euch irgendeine Spielfläche überlegen wollt, denn wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Darum überspringe ich das ja auch jetzt relativ schnell. Da gibt es halt vorgefertigte Aufstellungszonen mit vorgefertigten Geländesetups und das erwürfelt man sich auch. Also es gibt diese zwei Wege quasi. Das sollte jetzt aber erstmal reichen. Also ihr würfelt hier einmal die Initiative und dann seht ihr da rechts 1 bis 3 und 4 bis 6 ist jeweils entweder quer oder von oben nach unten. Und dann kann man im Endeffekt so definieren, wie die Aufstellungszonen sind. Und anschließend natürlich dann Gelände stellen, wie man möchte. Ne? Oder halt, ja. Kann man sicherlich auch so machen, wenn man die anderen Missionen spielt. Am Ende entscheidet ihr es, aber der normale Weg wäre gleich der folgende mit den Vorgefertigten. Und das zeige ich euch jetzt. Also hier ist jetzt auch wieder alles anders, wie ihr seht. Ne? Das heißt, wir würfeln hier einfach jetzt eine Mission aus. Dann spare ich mir natürlich vorher auch das, ob wir lange oder kurze Kante spielen. Für das Video würde ich jetzt einmal hier würfeln. Ich wollte euch nur das andere nicht vorenthalten. Wir haben jetzt die 1 gewürfelt. Dann spielen wir von links nach rechts. Das ist für das Video wahrscheinlich auch besser am Ende des Tages. Das hier ist wichtig, Killzone Volkus. Ne? Killzone, die andere Killzone, wie auch immer sie heißt, hat dann nämlich wieder... Also genau, dann gibt es Non-Specific Killzone Maps. Das wäre mögliche Layouts für das, was wir eben halt erwürfelt haben einfach. Und dann gibt es noch Killzone Beta Decima, das hat auch nochmal andere Aufstellungszonen. Das sind halt Vorschläge für Matchplay. Und hier ist Killzone Gallow Dark quasi. Ne? Also zusammengefasst kann ich sagen, entweder ihr würfelt Spielfeldkanten aus, Initiative aus, legt die Marker selber. Oder ihr würfelt einfach aus, also ihr entscheidet euch vorher, welche Killzone ihr spielt. Und dann würfelt ihr einfach, wer Initiative hat, könnt ihr ja schon würfeln. Oder ihr würfelt einfach zusammen oder einer von euch würfelt sozusagen aus, welches Setup ihr macht. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Oder ihr denkt euch halt komplett was Eigenes aus. Ich würde jetzt mal, was haben wir hier? Ich würde jetzt mal mit der 1 gehen. Und hier haben wir jetzt natürlich auch wieder diese ganzen Kästchen. Und wichtig hier ist jetzt, hier stehen so kleine Nummern drauf. A, B, M, B. Die Markerplatzierung sind quasi vorgegeben. Und jetzt habe ich hier dieses super Ding bei. Und dann kann ich nämlich genau sehen, was A und Co. ist. Nämlich muss man erstmal identifizieren. A ist nämlich das hier hinten, würde ich mal behaupten. Das steht dann hier. Die genaue Messung machen wir gleich. Und dann haben wir, das müsste B sein von der Größe her. Das steht dann hier. Die nehmen wir jetzt erstmal wieder weg, das irritiert ja. Und na, und wie gesagt, da richtet ihr euch einfach danach. Ich baue das mal eben auf, so wie es hier drin steht. Wichtig auch immer hier, was gilt als was. Kleine Ruine, Heavy Rubble, Light Rubble und diese zwei Löcher hier sind quasi immer Türen oder die Fenster. Und das gleiche haben wir, also es sind sogenannte Map Keys oder Aufschlüsselungen, wie das Gelände zu bewerten ist. Und das habe ich hier auf den Karten wunderbar drauf. Danach richte ich mich jetzt quasi und baue das einmal hier für euch auf. Ja, liebe Leute, das war's auch schon. Und hier sehen wir jetzt quasi das fertige Gelände. Ich musste mich quasi, diese einzelnen Kästchen, wie ich eben schon sagte, sind quasi pro Kasten 1 Zoll. Das, was ich eben sagte mit der Aufstellungszone, ist, dass quasi einer fast ein bisschen bevorteilt wird. Ne? Hier haben wir Gelände, was in die Aufstellungszone ragt, da haben wir es nicht. Dafür gleicht sich das mit den Markern so ein bisschen aus. Die sind dann auch alle so ein bisschen eher rechtsbündig als linksbündig. Ne? Hier sehen wir, dass einer, der fast 4, fast 5 Zoll in die rechte Richtung geht. Der eine liegt genau in der Mitte, auf der Mittelachse. Und der geht dafür nur 1 Zoll weniger in die andere Richtung. Also das ist dann ein bisschen Ausgleich, glaube ich. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Geländesetup und so sehen die Tische dann halt auch. Das ist tatsächlich auch wirklich wichtig. Irgendwann kriegt ihr ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Ich kann euch nur empfehlen, die ersten Runden auf jeden Fall per Anleitung zu machen, damit es auch wirklich für jeden ausgeglichen ist. Sonst
Ja, also wenn man sich länger kennt, ist es, glaube ich, egal. Oder dann vielleicht besonders, ich weiß nicht, am Ende schiebt man es dann auch immer aufs Gelände. Ja, hätten wir das Gelände mal nach Maß gestellt, dann wäre das alles nicht passiert. Kennen wir alle, im Zweifel ist das Gelände schuld. Deswegen, ja, richtet euch gerne nach den Aufstellungen, die es hier mit gibt. Es gibt 6 verschiedene pro Geländesorte. Im Moment gibt es halt, wie gesagt, dieses Boarding-Action-Style-Gelände. Es gibt das AdMech-Gelände. Und es gibt hier die Volkos und ja, ihr könnt sicherlich dann halt auch eigene Missionen generieren. Gut, dann kommen wir mal weiter und wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen heute. Dann nächster Schritt. Ja, und jetzt machen wir es uns auch relativ einfach. Wir haben jetzt quasi die Operation aufgebaut. Jetzt geht es darum zu gewinnen. Ne? Also wir haben einmal natürlich, was ich eben schon sagte, der Spieler mit den höheren Siegpunkten, auf Englisch Victory Points, wird gewinnen. Es gibt jetzt 2 Standardoperationen. Das ist die sogenannte Kill-Op und Crit-Op. Das heißt einmal ein Tötungsziel und ein kritisches Ziel. Die unterscheiden sich wie folgt. Das habe ich eben, glaube ich, auch schon kurz erklärt. Jetzt habe ich den hier umgeworfen. Ich weiß nicht, wo der war. Ist auch egal. Ja, spielt jetzt gerade keine Rolle. Und zwar ist es so, dass Kill-Op sich quasi hierdurch äußert. Ne? Fürs Töten gegnerischer Operators kriege ich quasi anhand dieses Schemas, dieser Tabelle, Punkte. Man startet quasi bei 0 und hier spielt die Größe des Teams halt wirklich eine Rolle. Wenn ich nur 5 Operatives habe, dann gibt es bei einer Tötung, also wenn der Gegner nur 5 Operatives hat, gibt es bei einer Tötung schon Kill Grade 1, also Stufe 1 quasi vom Tötungsstufe 1. Und wenn der Gegner aber 14 Operatives, also Kämpfer in seinem Team hat, dann muss ich schon mindestens 3 Modelle ausschalten, um Tötungsstufe 1 zu erreichen. Jedes Mal, wenn ich eine neue Tötungsstufe erreiche, kriege ich einen Siegpunkt. Und am Ende des 4. Wendepunkts, wenn ich einen höheren Kill-Count, also quasi einen Tötungszähler habe als der Gegner, kriege ich nochmal einen Siegpunkt quasi dazu. Dann haben wir Crit-Op, das sind die kritischen Optionen. Und hier kann man wunderbar würfeln. Ne, das heißt, hier sind im Endeffekt 1, 2, 3 vorgegeben. Das heißt, ich kann D6 oder D3 würfeln und das durch 2 teilen. Huch, jetzt haben wir doch tatsächlich die 2 gewürfelt, das wäre eine 1, also sichern. Ich finde zum Erklären ist Loot, also plündern, ganz gut, heißt das auf Deutsch. Das ist so, dass man quasi am Ende des Tages eine Aktion machen kann, ab dem 2. Wendepunkt. Für einen Aktionspunkt und dann kann ich sozusagen einen Marker, den ich aktiv habe, plündern. Ne? Und für jeden Plündern bekomme ich einen Siegpunkt, kann das aber maximal 2 Siegpunkte damit pro Wendepunkt erreichen. Ne? Im Idealfall ist es so, dass hier der Spieler rollt, der die Initiative hat und dann quasi dementsprechend die Crit-Op entscheidet. Diese Joint-Ops, die es gibt, sind quasi Multiplayer. Da kann man mich gegen NPC spielen und ja, das sind jetzt die Crit-Ops. Dann gibt es ja noch die sogenannten taktischen Operationen. Die lasse ich jetzt erstmal weg. Lest euch das mal durch. Ich habe das eben schon kurz erwähnt. Jedes Team hat ja quasi einen Archetypen. In diesem Fall habe ich hier Infiltrationskarten und man kann dann sozusagen eine davon aussuchen oder ziehen sozusagen, die meinem Spielstil oder meinem Team entgegenkommt und dann kann ich damit extra Siegpunkte generieren. Die Tech-Ops sind aber rein optional erstmal nur und ich würde sie für den Anfang, weil sie es halt wirklich auch dann unnötig kompliziert machen am Ende des Tages, nicht hochgradig kompliziert, aber es wird dadurch komplizierter und fürs erste Spiel spart euch das einfach, macht hier einfach ein ganz entspanntes Spiel, wie ich, baut euch hier gerade mal das Gelände auf, dann würfelt ihr eine von den Crit-Ops, die hier im Buch stehen und dann fangt ihr einfach mal an zu spielen. So, das machen wir jetzt auch kurz. Also ich setze jetzt hier, ich gehe jetzt noch einmal den Schritt Aufstellung durch, ich stelle mir jetzt hier 2 Kill-Teams hin, ziehe dann einmal die Aufstellung, die zeige ich euch, wie man die macht und dann spiele ich einmal an, das heißt, ich würde die Aktivierung von einem Modell einmal durchspielen, das andere dann ein bisschen durchsprechen und dann einmal nochmal ein Ende eines Wendepunkts simulieren und die Ready-Phase des 2. Wendepunkts. Das könnt ihr dann eigentlich, nur damit ihr in die Idee kommt, wie das abläuft am Ende des Tages und damit solltet ihr eigentlich komplett spielfertig sein. Wie gesagt, es gibt noch ein Video zu den Geländeregeln und ich zeige euch auch nochmal an der Platte, was Sonderregeln ausrichten. Also alle die jetzt bekannten Waffensonderregeln gehe ich hier einmal am Tisch durch und zeige es wirklich mit Würfeln und Effekt, um das ein bisschen zu visualisieren.
Ja, schauen wir uns jetzt erstmal kurz die Killteams an, die ich aus dem Schrank gezogen habe. Das ist, wie gesagt, ganz entspannt. Wir machen hier kein volles Spiel, aber ich habe schon mal ein bisschen geschaut, was man so machen kann. Ich habe mich entschieden, nochmal die Death Corps auf Krieg zu nehmen, der Kontinuität halber. Wir haben hier den Chef, wir haben Vertrauten, einen Schützenflammenwerfer, dann haben wir einen Scharfschützen, dahinter haben wir einen mit einem Granatwerfer, daneben den Schützen mit Melter, dann den Sprengmeister, dann den Nahkämpfer mit Schwert, den Medicus, also ja, und nochmal 5 normale Soldaten. 6 normale Soldaten. So groß ist ein Death Corps geben. Dann geht es gegen die Space Marines, die Engel des Todes, ein Sergeant mit Faust. Dann haben wir 2 Nahkämpfer, also Space Marine Kämpfer mit Nahkampfwaffe. Ja, hier vertreten durch die Black Templar natürlich bei mir. Dann haben wir einmal einen Eliminator, sprich ein Scharfschützen mit Scharfschützengewehr und 2 normale Kämpfer mit Boltgewehr. Ja, liebe Leute, und wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt mal meine Armeen hingestellt, also 2 Spieler, ne? Wir haben einmal wieder die Space Marines, Engel des Todes, Black Templars sozusagen, und die kämpfen gegen die Todeskorps von Krieg. Hier seht ihr mal ein gutes Beispiel dafür, wie ein ausgeglichenes Killteam aussehen kann. Ich glaube, hier haben wir 15 müssen sein bei Death Corps, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, also einen Chef und dann 4 Soldaten und 9 von den anderen. Und dann haben wir einen Chef hier und 5 Space Marines quasi. Ja, so kann das Ganze aussehen. Und dann ist es jetzt wie folgt. Also wir haben quasi das Killteam ausgewählt. Wir haben die Killzone ausgewählt. Wir haben das Terrain aufgestellt. Wir haben das Terrain auch definiert, respektive das ist durch die Mission schon definiert. Das mal dahin. Und jetzt wäre es in diesem Fall so, dass wir jetzt erst die Initiative rollen. Wir haben ja das Beispiel gemacht, dass man auch von schon vorher die Initiative würfeln kann. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt bis jetzt, könnte man jetzt die Initiative rollen sozusagen. Der Spieler, der die Initiative hat, also Initiative würfelt man, wenn beide einen W6 gegeneinander würfeln und der Höhere gewinnt. Dann wählt man quasi die Battlezone oder je nachdem, wie man spielt. Ich habe jetzt hier mal von links nach rechts gemacht. Aus der Spieler mit der Initiative sucht sich jetzt quasi die Dropzone aus. Wir gehen mal davon aus, dass die Black Templar gewonnen haben. Die wählen diese Seite aus. Die Death Corps stehen dann also gleich da. So, jetzt haben wir natürlich hier unser Killteam. Das wird gleichzeitig offengelegt sozusagen. Die Selektion, die man da gemacht hat. Jetzt erklärt man sich quasi gegenseitig einmal kurz die Liste. Und jetzt kann man im Verborgenen Equipment-Optionen auswählen. Bis zu 4 Stück. Und jedes Equipment-Teil kann nicht mehr als einmal pro Spieler genommen haben. Das legt man dann gleichzeitig offen. Equipment ist sowas wie, ja, was haben wir denn hier? Sowas alles. Ne? Barrikaden, Munition, Granaten, das räume ich jetzt mal hier alles weg. So Laufbarrikaden, die man rumtragen kann. Ich empfehle euch, macht das erste Spiel einfach ohne, eine Leiter zum Beispiel. Macht das erste Spiel einfach ohne, um es wirklich klein zu halten. Ich wähle jetzt hier keine aus, aber das wäre auch der Punkt, wo ihr euch quasi das Equipment auswählt. Es gibt ein Pack Ausrüstungsgegenstände, das kann man sich kaufen. Es gibt auch noch Ausrüstungsgegenstände, die nur für die Fraktion sind, nur für euer Killteam und dann halt die allgemeinen, die ich hier gerade auf den Tisch gehauen habe. Genau, und das macht man quasi auch im Verborgenen. Dann zeigt man sich gegenseitig, was man ausgewählt hat. Und ja, am Ende des Tages bekommt jetzt jeder Spieler 2 Kommandopunkte. Und wenn man jetzt diese taktischen Operationen spielt, ne, das sind ja diese Karten hier, das muss man nicht, ne, das ist jetzt nur in dem Fall, man spielt mit Tech Ops, das ist quasi optional, kann man sozusagen eine von den Killteam-Archetypen, Infiltration oder Suchen und Zerstören gibt es zum Beispiel, und das kann man dann quasi auswählen. Das bleibt auch erstmal verdeckt. So, jetzt ist es so, dass wir in Stufe 3 übergehen. Also erstmal haben wir überhaupt das Schlachtfeld aufsetzen und das Schlacht definieren. Zweitens haben wir jetzt das Operative selektieren, also die Killteams definieren mit der Ausrüstung. Genau, und jetzt kriegen wir quasi, kommen wir zum Setup. Jeder Spieler wird abwechselnd ein Equipment-Item quasi einsetzen. Starting mit dem, also ist zu starten mit dem Spieler, der die Initiative hat, und ist es quasi Item by Item, also Gegenstand für Gegenstand, nicht Option bei Option. Ne, also quasi jetzt, ich würde jetzt eine Leiter hier hinstellen zum Beispiel oder hinsetzen in die eigene Dropzone, oder die haben natürlich auch nochmal eigene Regeln, ne, oder hier noch eine Barrikade hinsetzen, abwechselnd dann.
Ich spiele jetzt mal ohne, weil ich möchte es gerne einfach halten. Dann, jeder Spieler wird abwechselnd ein Drittel seiner Killteams aufgerundet aufstellen. Starten mit dem Spieler, der die Initiative hat. Wenn ein Spieler ein Operative aufsetzt, es muss auf jeden Fall komplett in der eigenen Dropzone geschehen und es muss ein Conceal Order, also ein Defensivbefehl geben. Das ist jetzt wirklich wichtig. Also ein Drittel wäre quasi bei 6 Figuren, ist es relativ einfach. Da haben wir ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel. Also ihr zahlt die Anzahl der Figuren, die ihr habt, teilt ihr einfach durch 3. Bei Deathcrops wäre es quasi in 5er Schritten. So, wichtig hier ist, hier geht es wirklich nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Gruppen erstellen oder sonst irgendwas. Also ihr müsst euch hier nicht Gedanken machen, oh, der steht gleich mit dem zusammen, der steht mit dem zusammen, der soll mit dem rumlaufen und der mit dem rumlaufen. Hier geht es wirklich nur um die Aufstellungsschritte. Ich kann aber auch genauso gut sagen, der steht hier, der steht hier. Also ich muss jetzt nicht wie bei Warhammer 40.000 Gruppen mit Einheitenformationen Coherency, Kohärenz einhalten oder was auch immer. Hier geht es wirklich nur sozusagen um die Drops, wie es im Englischen heißt, also um die Aufstellungspunkte, sodass jeder Spieler quasi dreimal irgendwas aufstellen muss, unabhängig der Größe seiner Armee. Hätte ich jetzt nur 14 Modelle, würde ich quasi aufrunden, ne? Also auf 15, sodass man es immer durch 3 teilen kann. Also habt ihr irgendwie 4 Modelle, könnte man zum Beispiel sagen, man macht, 4 Modelle gibt es glaube ich gar nicht, ich glaube das kleinste ist tatsächlich 5, da würde man dann auf 6 gehen, ne? Und so weiter und so fort. Also man stellt kein Modell dazu, sondern man rundet halt so auf, dass man 2-2-1 dann stellt, was auch immer. Also so, dass 3, lange Rede, kurzer Sinn, so, dass 3 Drops quasi entstehen, das ist wichtig. Jetzt gibt es Scouting. Das ist Stufe 4. Also, das heißt, jeder Spieler wird im Geheimen quasi eine Pre-Game-Scouting-Option auswählen. Das ist einmal ausrüsten, man kann einen zusätzlichen Equipment-Slot benutzen, kann natürlich keine sein, die ich schon habe, das heißt, ich kann noch mal ein Stück Equipment dazu nehmen, einen sogenannten Ploy, ich kann, dass ich in der Strategiephase gleich den ersten strategischen Gambit oder die erste Regel, die mich Befehlspunkte kostet, in der Strategiephase die in der Strategiephase auch angewendet werden muss, kostet dann 0 CP, das heißt, Strategic Ploy quasi, als strategische List, kann ich für 0 CP dann im Endeffekt machen. Repositionieren heißt, ich kann einmal umsonst repositionieren mit einem freundlichen Operative, das komplett in meiner Dropzone quasi ist, in meiner Startaufstellungszone, und ich muss die Aktion aber komplett innerhalb von 3 Zoll der Dropzone beenden. Das heißt, im Endeffekt, die Dropzone ist ja 6 Zoll hier, ich könnte jetzt eine Bewegung machen, muss aber komplett innerhalb heißt, die komplette Base muss innerhalb von 3 Zoll zu der 6 Zoll Linie sein. Also ich kann minimal quasi rausgehen. Je kleiner die Base, desto, ja gut, ich komme immer gleich weit am Ende des Tages, ne? Aber so ist es halt. Das ist Scouting. Kann auch sein, dass es Missionen gibt, wo es kein Scouting gibt. Ihr müsst auch nicht scouten, das ist optional. Ihr könnt auch, wenn ihr eigene Missionen generiert, könnt ihr auch auf das verzichten. Ne? Also, aber Scouting ist generell grundlegend tatsächlich ein Schritt von Pre-Game, sagen wir, also vor dem Spiel Optionen, die man noch erweitern kann, um so ein bisschen jetzt noch drauf einzugehen. Also es gibt noch mal ein bisschen taktische Tiefe dazu. Dann haben wir quasi Spiel das Spiel. Im ersten Turning Point, also im ersten Wendepunkt, Initiative wird quasi dadurch generiert, wer den Scouting Step gewinnt. Ne? Am Ende ist es so, ach ja genau, diese, was ich eben noch sagte, bei Scouting, die Entscheidungen werden abwechselnd offengelegt, beginnen mit dem Spieler, der Initiative hat. Je nachdem, was man da auswählt, gibt es so ein Schere-Stein-Papier-System. Ne? Also es gibt quasi Equipment, die List und repositionieren. Und hier ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier. Zumindest jetzt reden von diesem Missionspaket. Ne? Hier, das. Approved Card Pack. Also standardmäßig eigentlich die Mission, die man am Anfang wahrscheinlich spielen wird. Man kann auch einfach die Initiative rollen. Wenn man nach diesem System spielt, würde man jetzt aber so ein bisschen Schere, Stein, Papier machen. Das heißt, Equipment, wer sich ein zusätzliches Equipment-Stück ausgesucht hat, egal ob allgemein oder von seiner Fraktion, das schlägt quasi den Spieler, der sich am Ende die strategische List ausgedacht hat. Die strategische List schlägt den Spieler, der repositioniert hat. Repositionieren hingegen schlägt wieder Equipment. Ne? Also man macht so ein bisschen Schere, Stein, Papier. Ich mache mal als Beispiel
Death Corps haben sich eine Leiter ausgesucht und die Equipments haben sich Repositionieren rausgesucht. Würde bedeuten, dass in diesem Falle am Ende des Tages die Space Marines sagen, okay, ja, ich habe halt, was habe ich jetzt gesagt? Genau, die Death Corps nehmen sich ein Equipment und die Space Marines sagen Repositionieren. Repositionieren schlägt Equipment in diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Dann ist es quasi so, dass der Space Marine-Spieler die Initiative gewinnt für den Spielstart. Wenn es jetzt ein Unentschieden wäre, für den Fall der Fälle, dass beide Equipment gewählt haben, was auch immer, wird es der Spieler die Initiative bekommen, der bei der Seitenauswahl nicht die Initiative hatte. Genau, und jetzt als strategische Gambit im ersten Turning Point kann man quasi einen dieser Three Ops, ne, also wir haben die Kill-Op, wo man Leute töten muss, wir haben die Crit-Op, das kritische Missionsziel, das Kill-Missionsziel und das taktische Missionsziel. Das taktische ist ja optional bei diesem System, aber wie auch immer, man kann eins von den beiden oder eins von den dreien, die man dann, je nachdem, welchen Modus man quasi spielen möchte oder wie komplex man das Spiel gestalten möchte, nimmt man halt die zwei Standards oder halt noch taktisch hinzu, kann man eins dieser Sachen quasi als primäres Ziel definieren. Das macht man aber im Verborgenen, okay? Und am Ende des Tages kann man da einen Würfel benutzen oder man schreibt es auf einen Zettel, legt es auf den Boden und am Ende muss man das dann offenlegen, was man hatte, sodass man eigentlich nicht schummeln kann. Also man kann sich ja darauf einigen, bei einem D3 zum Beispiel, dass eine 1 oder beim D6, 1 bis 2 ist halt ein kritisches Missionsziel, 2 ist es das Töten-Missionsziel, 3 ist das taktische und das ist dann das primäre Missionsziel. Wie gesagt, da kann man diverse Wege benutzen, um das nach unten legen und damit man es halt am Ende offenlegen kann. Und ja, jeder Spieler kann quasi maximal 6 Siegpunkte von jeder, ja, von jedem OP, also von jedem Ziel generieren. Und am Ende des Spiels ist es so, wenn man diese 4 Turning Points durch hat, dann ist es so, dass der Spieler, also wenn ein Spieler keine Operators mehr in der Killzone hat, aber das Spiel noch nicht vorbei ist, dann kann der, also wir spinnen mal, die Space Marines töten alle Death Corps Soldaten schon in Runde 3, dann kann der Space Marine quasi trotzdem noch Runde 4 spielen, was zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie plündern spielen, kann er weiter die Missionsziele sammeln, wenn er noch nicht voll ist, ne? Sonst macht das natürlich keinen Sinn. Am Ende des Spiels ist es so, dass man das jeweilige gewählte Primärziel gleichzeitig offenlegt und dann kriegt man die Hälfte von dem, was man da drin hatte. Also wenn ich jetzt sage, mein Primärziel war das Tötungsmissionsziel, ich habe da die vollen 6 Punkte gemacht quasi, oder ich habe da 6 Punkte gemacht, oder ich habe da 2 Punkte nur gemacht, dann kriege ich nochmal 50% der Punkte, die ich erzielt habe, obendrauf. Also ich würde in dem Fall, wenn ich jetzt, ich habe 2 Punkte in meinem, ist unwahrscheinlich, aber ich habe jetzt 2 Punkte in dem Kill-Ziel gemacht, in dem Tötungsziel gemacht, in der Kill-Op, dann kriege ich einen Punkt, also 50% nochmal extra oben drauf. Also ich kriege einen extra, weil es mein Primärziel war. Hätte ich 6 Punkte gemacht, würde ich 3 extra kriegen. Hätte ich 4 Punkte gemacht, würde ich 2 extra kriegen. So läuft das. Ja, der Spieler mit den meisten Victory Points gewinnt quasi. Und wenn es unentschieden ist, ist es ein Draw. Genau, insgesamt kann man, wie gesagt, maximal 18 erreichen. Das sind 6 von jeder, wenn man mit allen 3 spielt. Und wenn man ohne die taktischen spielt, sind es halt 12. Also ich kann 6 in Kill-Op bekommen, also in den Tötungszielen. Ich kann 6 in taktischen Missionszielen bekommen. Und ich kann 6 in dem anderen bekommen. Genau, Crit, taktisch und töten. So, aufstellen geht im Endeffekt relativ einfach. Also, wie gesagt, Initiative. Wir machen jetzt mal die Drittelaufstellung, weil die Kamera hier näher dran ist. Wir spinnen jetzt mal und sagen, okay, die Space Marines stellen auf. So, jetzt stelle ich mal hier hinten irgendwie den ersten hin und den anderen stelle ich, weil das ist ja, glaube ich, noch in meiner Aufstellungszone gewesen. Kann ich mich so ein bisschen rauswagen, fast schon. Ich weiß nicht, ob das noch drin ist. Müsste mit einem, nee, ist wahrscheinlich nicht mehr mit drin. Genau, so, ich habe jetzt 2 Figuren aufgestellt. Das repräsentiert ein Drittel meines Teams. Und jetzt müsste der Todeskopf von Kriegsspielern 5 Figuren aufstellen. Das macht den natürlich ein bisschen taktischer als ich. Ich hau die jetzt hier halt alle einfach nur so hin. Die können auch hier hinten stehen.
oder dastehen. Wie gesagt, die müssen keinerlei Formation anhalten. Wir betrachten die als Einzelnen. Death Corps hat 5 gestellt. Space Marine stellt die nächsten 2. Ne? Die Geländeregeln, wie gesagt, kommen in einem anderen Video drauf. Und dann stellt der Death Corps Spieler wieder 5 hin. Ne? Viele Möglichkeiten hat man nicht. Man möchte natürlich irgendwie in Deckung sein. Aber ihr könnt theoretisch nach eurem Belieben aufstellen. Jetzt wäre Space Marine wieder dran. Das heißt, man kann durch dieses abwechselnde Aufstellen immer wieder auf den Gegner reagieren und vielleicht anpassen. Wenn ich sehe, okay, der stellt alles auf der linken Seite auf oder wie auch immer, muss ich hier vielleicht auch mehr gewichten. Und ja, aber nochmal wichtig, ich muss keinerlei Formation einhalten. Ich kann einfach hinstellen, wie ich lustig bin. Ich mache es jetzt mal ein bisschen offensichtlicher. Vielleicht steht der eine hier oben, weil ich glaube, das eine Geländestück war sogar drin. Ja. 6 Zoll. Immer gucken, dass ihr drin seid. So, jetzt ist es wichtig, dass alle von diesen Figuren einen Conceal Order bekommen, also einen Defensiv-Token. Wenn ihr das andere Video schon geguckt habt, ihr habt diese Tokens. Ne? Das heißt jetzt quasi, das ist jetzt noch in der Aufstellung. Das könnt ihr eigentlich gleich daneben legen. Wir haben ja einmal entweder diese oder diese. Das heißt Offensiv- und Defensivbefehl oder auf Engage und Conceal im Englischen. Blau ist da der Defensivbefehl und jetzt kriegt eigentlich, ich glaube, so viel habe ich hier tatsächlich gar nicht, weil das ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man direkt 20 legen kann. Ich mache das jetzt mal symbolisch. Wir legen die weiße Seite nach oben, weil die dunkle Seite würde bedeuten, abgehandelt. So, jetzt kriegt quasi hier jeder von den Ottos so einen Marker. Ihr könnt das hier vielleicht in der anderen Kamera sehen. Und so weiter und so fort. Ich mache es jetzt nur symbolisch, ne? Weil wir wollen gleich auch nur, ich will nur eine Miniatur abhandeln. Oder 2 vielleicht. Sagen wir mal 2 handle ich ab. Dann nehme ich doch mal hier, stelle mal gerade so, dass es auch Sinn macht. Ich habe hier einmal einen Scharfschützen, glaube ich, sogar bei. Dann, ach guck mal, der steht sogar schon so, dass er, na, ich stelle ihn mal hier. Dann machen wir mal den, dann benutze ich den auch gleich zum Spielen. So. Genau, also das jetzt mal vertreten für alle. Jetzt beginnen wir das Spiel. Wir hatten gesagt, die Space Marines fangen quasi an. Das heißt, jetzt kommt ja sozusagen der, jetzt sind sie alle ready, ne? Also wenn alle von euren beiden Teams diese Tokens haben, in der ersten Runde müssen das die Defensivbefehle sein. Das ist so aus dem Grund, dass defensiv, ihr erinnert euch an das Regelvideo, die können dann erstmal nicht beschossen werden, sind auf jeden Fall ein bisschen sicherer, als wenn sie gleich irgendwie im Offensivbefehl wären, weil dann kann man bedingungslos auf sie schießen. Auf Defensivsoldaten auf Soldaten mit Defensivbefehl zu schießen, erfordert schon diverse Sonderkonditionen, die man am Anfang eigentlich so auch nicht hat. So, jetzt haben wir quasi den Beginn. Jetzt können wir, die beiden Armeen sind aufgestellt, wir können beginnen zu spielen. So, am Ende des Tages, ich bin jetzt einfach mal dumm, also ich möchte ja eigentlich nur defensiv wie so eine, oder definieren, wie so eine Abfolge einmal abgeht. Wir haben jetzt quasi den ersten Turning Point, jetzt habe ich theoretisch die Möglichkeit, erstmal in der Strategiephase einen sogenannten strategische List zu generieren oder zu benutzen. Guck jetzt quasi in mein Armeebuch oder in mein Killteam-Regelbuch, was ich denn so machen kann oder ob ich mir irgendwelche Vorteile ergaunern kann. Ich habe 2 Kommandopunkte, die kann ich auch spaßeshalber einfach mal dafür ausgeben. Meistens kosten die halt nur einen in der Regel. Das ist mein Kommandopunktezähler jetzt hier mal. Die Death Corps haben natürlich auch 2 Kommandopunkte. Wie gesagt, in der ersten Runde haben immer beide Spieler 2 Kommandopunkte. Und genau. Ab dann kriegt jeder nur noch einen. Und der Spieler, der nicht die Initiative hat, kriegt einen mehr. So, ich mache jetzt mal einfach nichts, weil es geht hier eigentlich nicht um die strategischen Listen. Ich könnte sie jetzt aktivieren. Jetzt bin ich quasi dran und möchte meinen ersten Operative aktivieren. Der kann zwar eigentlich noch nichts machen, weil der hier im Endeffekt nicht wirklich, also sagen wir mal, der steht hier hinter dem Gelände so verdeckt in 1 Zoll zum Gelände, wäre er mit dem Conceal-Befehl so nicht beschießbar. Aus irgendwelchen Gründen setze ich ihn jetzt aber doch mal auf Offensivbefehl, weil ich euch hier einmal die Schussfolge zeigen möchte. Ja, das heißt, ich nehme den Marker weg und platziere so einen orangenen Marker da. Das heißt, er ist jetzt im Offensivbefehl. Jetzt kann ich sagen, ich möchte mich gerne bewegen. So, dann ist es der Fall, ich möchte hier gerne runterrennen.
Also das wird jetzt, taktisch macht das keinen Sinn, es geht jetzt nur um die Demonstration. Ich habe mit dem Space Marine 3 einen 3er APG-Wert, das heißt, ich kann 3 Aktionen im Wert von 1 APG machen oder halt einen für 2 und eine für eine dann noch zu. Also so viele Aktionen, je nach Kosten, wie viel ich halt machen kann. Ich bewege mich jetzt einfach mal, das ist ein, kostet 1 AP, das kann ich mir merken. Ich gehe 1 Zoll hoch, 1 Zoll hier rüber oder 2 fallen lassen, ist 2 Zoll umsonst und dann bewege ich mich noch 1 Zoll. So, jetzt habe ich meine 6 Zoll wahrscheinlich durch. Ich habe es jetzt mal ganz grob gemacht, ohne es zu messen. Im Idealfall gucken wir jetzt einmal so, das wird 4 Zoll hoch sein. Wenn man nach unten geht, sind 2 umsonst beim Fallen lassen. Das heißt, ich brauche 1 Zoll, um hochzukommen. Wahrscheinlich 1 Zoll, um rüber, sagen wir mal 2 Zoll, um rüber zu kommen, bin ich bei 3. Dann lasse ich mich 2 Zoll fallen. Dann lasse ich mich nochmal 2 Zoll fallen, weil ich brauche 4. Bin ich bei 5 und kann mich noch 1 Zoll nach vorne bewegen, ist richtig. So, ich kann den hier nicht beschießen, weil er concealed ist und in heftiger Deckung, schweres Gelände. Wie gesagt, im nächsten Video reden wir über Gelände. Das heißt, ich mache noch irgendwie einen Dash nach vorne. Ein Dash ist ein Rennbefehl, der kostet auch 1 AP. Das heißt, ich kann mich nochmal 3 nach vorne bewegen am Ende des Tages. Das benutze ich mal die Spielhilfe hier. So, und bewege mich nochmal 3 nach vorne. Wird jetzt niemand machen, weil ich hier ins offene Feuer laufe. Aber vielleicht könnte ich jetzt für den letzten Aktionspunkt, wenn der zum Beispiel eine Granate ausgerüstet hat oder was auch immer, hier eine Granate hinschmeißen. Da gibt es dann auch Granaten in den Ausrüstungsgegenständen, dass man das visualisieren kann. Oder man gibt ihm halt irgendeinen Marker und dann kriegt er halt Bonus irgendwie auf dem Verteidigungswurf, was auch immer. Ich mache das jetzt mal nicht, weil, wie gesagt, die Sonderregeln und alles und so weiter gucken wir im nächsten. Sagen wir jetzt mal potenziell, er hat tatsächlich eine Granate geschmissen, die unsichtbar ist hier. Also wir legen jetzt hier mal so ein Rauchding hin. Noch einen Marker hin, was auch immer das heißt. So. Also ich würde es halt markieren, dass er im Rauch steht und eine Rauchgranate neben ihm ist. Dann hätte er seine 3 Aktionspunkte aufgebraucht, für den Falle das. Und dann drehen wir den hier auf abgehandelt. So, das war meine erste Aktivierung. Ich muss nicht alle Aktionspunkte verbrauchen. Ich kann auch nach 2 Stopp machen. Schießen würde einen Aktionspunkt kosten, habe jetzt aber kein Ziel gehabt. Und im Endeffekt habe ich jetzt meine Aktion so durchgeführt. Bin dafür in den Offensivbefehl gegangen. Jetzt kann man aber halt auch auf mich schießen. Ich bin hier in 1 Zoll zu so einem leichten Geländestück. Müssen wir gleich mal gucken, ob das irgendwas bei Deckung ausmacht. Aber ich würde das jetzt erstmal weglassen. Ich kann euch gleich einmal zeigen, was Deckung anders auslegen würde. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass ich habe die Aktivierung abgehandelt. Ich muss auch, wenn ich eine Figur aktiviere, wie gesagt optional, die Aktionspunkte benutzen. Ich muss nicht alle benutzen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, der ist fertig, gehe zu einem anderen Operative und gehe nachher nochmal auf den, weil ich habe da noch Aktionspunkte. Das ist über zum Beispiel. Das funktioniert nicht. So, jetzt wäre der Todeskorps auf Kriegsspieler dran. Ich nehme jetzt mal nicht den Scharfschützen, ich revidiere das mal, weil der hat noch Sonderregeln. Der kann tatsächlich aus dem Defensivbefehl auch rausschießen, meine ich. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen ganz normalen Soldaten. So. Space Marine Spieler ist fertig und jetzt geht es halt abwechseln quasi, bis jeder Spieler durch ist. Ne? So, jetzt sagt der Deathcorps-Spieler, ach, ist ja wunderbar, da steht ein Ziel hier. Ich mache den mal auch fertig, ich lege den weg. So, dann gehe ich jetzt, sagt der Deathcorps-Spieler, aha, wunderbar. Ich muss mich ja, also der stimmt vielleicht hier, der muss sich gar nicht bewegen, um auf den Space Marine zu schießen. Das ist doch super. Genau. Dass jetzt quasi alle Icons hier auf weiß stehen und nicht auf dunkel, heißt übrigens, alle sind ready, alle sind fertig. Ne? Also alle sind bereit, würden wir damit sagen. So, der hat jetzt nur 2 Aktionspunkte, der Space Marine Spieler hat ja 3. Vorteil ist auch, der Space Marine ist ja in den Feuerkorridor reingelaufen. Ich muss mich überhaupt nicht bewegen, um auf den zu schießen. Das heißt, ich muss auch gar keinen Aktionspunkt ausgeben, um mich zu bewegen, sondern kann direkt feuern. Ich habe jetzt hier so ein Lasergewehr, das hat einen Profilwert von Attacken 4, das heißt, ich nehme 4 Würfel in die Hand und die würfel ich jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir hier wie folgt, der trifft nämlich nur auf 4. Das heißt, eine 1, 2 und auch eine 3 wären Versager. 6 ist hingegen ein kritischer Erfolg, was gut ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, der hat keine Granate geworfen, sondern war einfach nur dumm. Der hat auch keine Deckung, weil er zu weit weg ist. Ich sehe ihn einfach und kann bedingungslos auf ihn schießen. Ist aber nur ein Treffer gewesen, ein kritischer Treffer. Das ist sogar gut.
Gehen wir jetzt mal davon aus, er hätte 2 Treffer gehabt. So, hier wird noch eine 5 liegen. Spinne jetzt einfach mal. Der Space Marine in der Regel, jede Figur nimmt beim Verteidigen quasi 3 Würfel in die Hand. Jetzt mal hier in die Ich-Perspektive wieder. Good old Battle Report Style. Und jetzt habe ich 3 Verteidigungswürfel. Egal wie viele Angriffswürfel oder wie viele Erfolge der Gegner hat, ich habe immer 3 Würfel zum Verteidigen. Außer es gibt andere Regeln, die sagen mir, das geht nicht. Es gibt Regeln, die zum Beispiel sagen, ich muss einen Verteidigungswürfel ablegen. So eine Sonderregel dann. Ne? Ich habe also als Space Marine, ne? Nee, Quatsch, der Space Marine, Entschuldigung. Der Space Marine hat einen Rüster von 3, hat also alle bestanden. Denkt man. Wir erinnern uns aber, dass er einen kritischen hatte und einen normalen Erfolg. Ich mache das mal in einer anderen Farbe. Der Death Corps, haben wir uns ja eben so gedreht. 6 ist immer kritisch und 5 ist normal. Ich kann mit, das sind alles nur normale Blocks. Um einen kritischen Erfolg zu blocken, bräuchte ich eine 6. Oder aber ich kann 2 normale Erfolge nehmen, um eine 6 zu blocken und einen normalen um einen. So hätte er keinen Schaden gemacht. Gehen wir jetzt mal von dem Faktor aus, er hätte nur, der Space Marine Spieler hätte das gewürfelt. Er hat einen Rüstungswert von 3, braucht also eine 3 oder besser, hat einen versagt. Jetzt könnte sich der Space Marine Spieler aussuchen, nämlich die 2 Würfel und blocke den kritischen Schaden, der meistens höher ist oder noch irgendwas anderes macht. Oder ich benutze einen normalen Erfolg zum Verteidigen eines normalen Schadenswurfes. Ne? Das könnte ich jetzt machen. Hätte ich aber hingegen nur eine 3 und zwar eine 2 und eine 1, könnte ich nicht mal drüber nachdenken. Der kritische Erfolg, ich hätte keine Chance, den zu verhindern. Ne, der Desktop-Spieler hat das hier, einen kritischen Erfolg und normal. Ich könnte nur normal mit normal abgleichen. Das fällt weg. So, gehen wir davon aus, die 6 geht durch in diesem Beispiel. Dann hätte der Space Marine-Spieler jetzt einmal Schaden bekommen und zwar durch einen kritischen Erfolg. Der Schadenswert ist in der Regel einen höher. So, der Space Marine-Spieler hat in der Regel, ich glaube, es sind 14 Wunden. Das heißt, der normale Schaden dieser Waffe von dem Krieger hier wäre jetzt gewesen 2. In diesem Fall ist es aber so, dass er kritischen Schaden bekommen hat, das heißt, er hat 3 Schaden bekommen. Das heißt, der Space Marine geht von seinen 14 Leben auf 11. So, dann legen wir hier neben, wie viele Lebenspunkte der noch hat. Es gibt auch elegantere Varianten, ich nehme in der Regel Würfel. Und dann haben wir quasi das jetzt abgehandelt. Dann, das war jetzt erst ein AP von 2 verbraucht. Jetzt könnte der Desktop-Spieler sagen, ich nehme meinen letzten Aktionspunkt, um jetzt nochmal irgendwie zu rennen oder was auch immer, so dass ich hier halt nochmal hinterkomme. Und dann wäre der Spieler durch und geht wieder auf erledigt. Er ist quasi abgehandelt. Jetzt wäre der Space Marine Spieler wieder dran, das erspare ich uns und so geht es weiter und so weiter. Wichtig ist, es gibt immer für diese Kommandopunkte, kann man Gefechtslisten einsetzen. Gefechtslisten sind meistens dadurch definiert, dass sie eine Bedingung haben, so wie wenn einer deiner Krieger Schaden erleidet, kannst du für einen Kommandopunkt, einen Befehlspunkt quasi die Gefechtsliste einsetzen, um, weiß ich nicht, den Schaden zu halbieren. Dann könnte der Space Marine jetzt sagen, okay, ich gebe den mal aus und mach das. Hat er nicht die Funktion. Wenn aber eine Fraktion Gefechtslisten hat, sind die meistens, wie gesagt, an Bedingungen geknüpft, wie eine Figur hat gerade Schaden bekommen, ein Gegner ist gerade in ihre Sicht gerannt, was auch immer. Dann könnt ihr eigentlich, das ist jetzt im Laufe der Wendepunkte könnt ihr Gefechtslisten anwenden und im Laufe der Strategiephase am Anfang könnt ihr quasi Strategielisten oder alles, was in der Strategiephase anhält, einsetzen. Wichtig ist, mit den Befehlspunkten kann man auch Würfel wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt 3 Verteidigungswürfel habe, ich habe 2 versagt, könnte ich jetzt einen Befehlspunkt ausgeben, um einen davon zu wiederholen. So. Immer noch verkackt. So, aber die Möglichkeit gibt es tatsächlich auch noch. So, jetzt wäre der abgehandelt. So, und nun seht ihr hier schon ein Ungleichgewicht. Ne? Das heißt, wir haben da ja nur 6 Figuren. Gehen wir davon aus, der Space Marine Spieler macht jetzt hier alles Mögliche. Da, hier, was auch immer. Am Ende sind natürlich alle irgendwie, manche bleiben vielleicht auch im Defensivbefehl. Wie gesagt, was das für einen Unterschied macht, guckt euch gerne in dem Regelvideo an, in dem ersten. Das solltet ihr auch im Idealfall gucken, bevor ihr das hier guckt. Und jetzt sind halt alle abgehandelt. Es ist nun aber so, dass der Death Corps ja viel mehr hat. Und da es immer abwechselnd geht, wäre ja nach dem 6. Space Marine hier Schluss. Und der Death Corps kann noch 9-mal mehr aktivieren. Es ist so, dass man jetzt quasi counteracken kann, also unterbrechen. Das heißt, der Space Marine Spieler kann immer eine Aktion machen. Also wenn ich jetzt sage, hier sind auch 6 abgehandelt, da sind 6 abgehandelt, ich mache jetzt hier den 7.
So, der ist jetzt fertig, steht vielleicht hier. Und jetzt kann ich, jetzt ist der Space Marine Spieler wieder dran und kann sagen, okay, ich counteracte. Counteracten ist eine Bedingung quasi, um das ein bisschen auszugleichen, dass man weniger Modelle hat. Man kann sich nicht so viel bewegen, man kann auch nur bedingt angreifen und hat auch nicht volle Aktionen in dem vollen Umfang, wie als wenn ich jetzt normal bereit wäre. Der Space Marine Spieler könnte jetzt aber immer, obwohl er schon abgehandelt ist, den nochmal aktivieren. Wichtig ist, jede Figur kann nur einmal counteracten pro Wendepunkt, meine ich. Wenn es anders ist, blende ich sie ein. Genau, und das herrscht so ein bisschen Ausgleich. Also wir gehen jetzt abwechselnd durch quasi, weiter, weiter, weiter bis zum Ende. Und wenn am Ende alle hier den Negativen haben, also den Schwarzen, dann ist die Runde zu Ende. Wir fassen zusammen, schreiben uns auf, was passiert ist, wenn irgendwie Killpoints generiert wurden oder Tötungspunkte erreicht wurden. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter mit dem nächsten Wendepunkt. Also der ist dann quasi zu Ende, wenn alle abgehandelt sind. Dann machen wir das sogenannte Scoring, sag ich immer dazu. Das heißt, wir merken uns, was passiert ist, wie ich gerade sagte, schreiben uns Siegpunkte auf, falls welche generiert wurden, was auch immer. Diese Befehlspunkte verfallen nicht am Ende eines Wendepunkts, sondern die bleiben einfach. Gehen wir davon aus, die Todescorps haben einen ausgegeben, die Space Marines gar keinen. Unwahrscheinlich, aber ist so. So. Space Marines hatten eben die Initiative, jetzt würfeln wir wieder gegeneinander, wer die Initiative hat. Das heißt, die Todescorps, ich nehme hier mal den Elder-Würfel, würfeln eine 4. Die Space Marines würfeln eine 4. Ist unentschieden, bei einem Unentschieden entscheidet der Spieler, der vorher keine Initiative hatte, wer als nächstes dran ist. Ne, wenn jetzt natürlich so viel sichtbar ist wie hier, werde der Deathcorps natürlich gerne die Initiative nehmen. Ansonsten konnte er auch sagen, nee, mach du mal zuerst. Der Spieler mit der Initiative kriegt einen Kommandopunkt, der Spieler ohne Initiative kriegt zwei Kommandopunkte. Wichtig. Dann kommen wir in die Bereit, also wir machen alle wieder auf Bereit, das heißt wir setzen alle wieder. Jetzt ist es aber wichtig, dass nicht alle den Defensivbefehl bekommen, sondern alle bekommen den Befehl, mit dem sie die letzte Runde beendet haben, wieder. Und wir setzen sie wieder auf bereit, also wir machen sie ready. Das heißt, wir setzen alle wieder aufs helle Zeichen und dann fängt das Spiel von neuem an. Wir gehen quasi dann wieder abwechselnd durch, handeln unsere Aktionen ab, handeln unsere Operatives ab, kommen in Marker, bewegen uns über die Platte, versuchen den Gegner zu eliminieren und so weiter und so fort. Am Ende des Spiels ist es so, dass wir die ganzen Siegpunkte zusammenzählen und ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen den Einblick gegeben und auch möglich gemacht, wie man überhaupt jetzt mit den Regeln, die ich euch im letzten Video erklärt habe, an ein richtiges Spiel rangeht. War vielleicht ein bisschen sehr ausführlich. Ich stehe nicht so auf die, ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz und der Trend geht zu Reels und Co. und Sachen in 30 Sekunden und länger hört eh keiner zu. Ich finde aber gerade bei so Spielen, wenn man das nur halbherzig macht, kriegt man auch die Regeln nicht richtig drauf. Und das hier soll ja eine Hilfestellung für euch sein. Deswegen nehmt euch die Zeit, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, guckt euch nur die einzelnen Kapitel an, die ihr vielleicht noch nicht verstanden habt vom selber Lesen der Regeln und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ist es das, was ihr draus macht. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich wollte euch, wie gesagt, in diesem Regelvideo einmal oder in diesem How-To einmal nahebringen, wie wir überhaupt eine Mission aufsetzen, was die Parameter sind, was es für Möglichkeiten gibt und dann einmal, wie man überhaupt ein Spiel anspielt. Also im Endeffekt danach ist es ja repetitiv, das heißt, es ist sehr wiederholend. Die Mechaniken wiederholen sich. Es ging mir insbesondere einmal darum, wie es ist mit den strategischen Ploys. Habe ich jetzt hier nicht angewendet, aber ich habe euch gesagt, wann ihr die machen könnt. Unterschied Gefechtslist und strategische List ist wichtig und einmal, wie ihr überhaupt ins Spiel reinkommt, also wann mache ich was, wann wähle ich die Initiative, wer fängt an, wann lege ich meine Ausrüstung offen und wie stelle ich überhaupt die Figuren aufs Feld, ne? Gerade bei den unterschiedlichen Größen. Ja, liebe Leute, das war's schon, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Kommi da, Like da, empfehlt das Video, ich freue mich und ich werde auf jeden Fall jetzt weiter meine Hände dreckig machen und mein Nemesis Killteam anmalen und dann versuche ich noch ein Killteam anzumalen und dann hoffe ich, dass ich bald Battle Reports für euch habe. Es ist so, dass hier schon gleich schon mal ein kleiner Vorgeschmack mit, oder habt ihr schon gesehen vielleicht, ich weiß nicht, wann ich es reinschneide, mit Nebel und Co. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Spiele, die hier so kommen werden. Und ich versuche das so visuell ansprechend wie möglich zu gestalten. Ich werde hier narrative Settings spielen, ich werde die ganz normalen Missionen spielen. Was die How-to-Play-Reihe angeht, werde ich auf jeden Fall noch zwei Videos machen. Einmal Geländetypen. Die Sonderregeln der Gelände auch nochmal insbesondere mit Deckung und verdeckt sein, also Obscured und Uncover.
definieren, dass ihr das einmal an der Platte seht und dann die ganzen uns bis jetzt so bekannten Sonderregeln der Waffenregeln einmal an der Platte zeigen und auch mit Wurfergebnissen zeigen, dass ein bisschen visualisiert wird, was überhaupt passiert. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch was machen wie Killteam zusammenstellen. Ich habe erst gedacht, lasse ich es lieber sein, aber ich glaube, es macht Sinn, einmal zu gucken, okay, was darf ich überhaupt? Das wird ein sehr kurzes Video sein und vielleicht schaffe ich es dann noch jemanden, der gar kein Interesse am Tabletop oder noch nie Tabletop praktiziert hat, einmal in Killteam reinzubringen, ein bis zwei oder drei Videos, um zu gucken, ob das überhaupt für Anfänger applizierbar ist, auch im eigenen Interesse, auch die Regeln, um sie nochmal nicht monoton wie hier einfach runterzurattern und an der Platte zu zeigen, sondern vielleicht etwas komprimierter das Spielprinzip von Killteam jemandem nahebringen, der mit Tabletop bisher noch nichts am Hut hatte. Und das werde ich dann auch hier dokumentieren. Also ihr dürft euch auf einiges an Content freuen. Wie gesagt, hierbei seht es mir nach, das sind jetzt keine richtig gekauften Killteams, es sind aber dennoch die Figuren, die man in den Killteams spielen kann. Es ist zufällig, dass ich da ungefähr 5000 Punkte Forge World Death Corps of Kriegs im Schrank habe, die im Winterschema bemalt sind. Das heißt, ich könnte das Team jederzeit spielen. Das müsste ich mir nicht mal kaufen im Endeffekt. Und ja, die Space Marines hat man eh. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Kommentar, lasst ein Like da. Abo ist herzlich willkommen. Und ansonsten ist konstruktive Kritik immer auch gern gesehen. Ne? Was kann ich besser machen? Und ja, was ich ja schon sagte, Englisch, Deutsch, ich versuche den Spagat weiterzugehen, außer ein Großteil von euch sagt jetzt, nee, lass mal nur und mach nur auf Deutsch, dann mache ich das auch natürlich. Ne? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, bis zum nächsten Mal.